Veränderungen unserer Länder auf demokratischem Wege zwingen, die Politik zu verwirklichen, die ein gewaltfreies und zynisches, barmherziges Klima des Überlebens und der Neubesinnung garantiert. Wenn wir es wollen, ist es möglich. Ich will! Jetzt einen Auftrag bekommen. Nicht nur ich, sondern alle, die hier stehen, alle, die heute es der Mühe wert gefunden haben, mitzutun. Und da geht es jetzt nicht um Zuschauer und irgendwelche Dinge auf Bühnen gestaltende oder redende, sondern da gibt es jetzt nur das große Miteinander. Hat eine spontan aus Menschen aller Altersgruppen und Ausbildungsgrade gebildete ökologische Widerstandsbewegung im kältesten Winter die Schlägerung der Aue bei Hainburg verhindert. Gegen die Zielsetzung einer rot-blauen Koalition, gegen die wütende Aggression von Exekutive und Gewerkschaften. Dies war eine Sternstunde des Sich-Nicht-Fügens und die Todesstunde des träge und zynisch gewordenen 2,5-Parteien-Systems. Ich finde das immer so unglaublich, wie zögerlich, wie mutlos, wie in Wartestellung verbleibend auch so viele Intellektuelle und Künstler sind. Ich weiß nicht, wovor sie sich fürchten. Unsere Väter waren im KZ oder sind ermordet worden oder mussten unter schrecklichsten Gefahren flüchten. Das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir für das einstehen, woran wir glauben, in einer Demokratie wie Österreich, ist, dass irgendeiner im schlechten Deutsch als Staberl oder als Leitartikler in der Presse sich halt Luft verschafft, seinem Grant Platz gibt. Aber das sind doch keine Bedrohungen.